Hallo und herzlich willkommen zurück zum Fog the Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start auf der Suche nach dem nächsten Diamant, der hoffentlich auf uns lauert. Aber erstmal gilt rauszufinden, welche Map wir denn heute besuchen dürfen. Und deshalb fragen wir direkt unser Glücksrad hier, was es denn gerne von uns möchte. Es ist Mississippi. Ja, okay. Mississippi auf jeden Fall eine der Karten, auf denen wir schon richtig, richtig viele Tiere geschossen haben, von denen, die wir noch suchen. Und nur noch drei Stück bleiben übrig. Florida Waldkaninchen haben wir noch nicht hier geschossen, den Truthahn haben wir noch nicht geschossen und auch die Wachtel. Also drei Einsertiere, dementsprechend auch meine Waffenwahl hier ausgefallen. Nur Klasse 1 Waffen, sprich Virant und Cacciatore logischerweise. Was hören wir da? Graufuchs, den haben wir schon. Ja, dementsprechend sind wir hier tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo wir vielleicht wirklich auch mal langsam eine Map komplettieren. Bisher sind wir zwar bei einigen Maps nah dran. Was haben wir hier? Guckt mal einer an. Hier haben wir doch schon mal ein Florida-Waldkaninchen. Und das ist zwar sehr alt, aber mit der guten, alten, bewährten Run-and-Gun-Taktik müssten wir es doch finden, wenn wir jetzt hier die Pferde finden, wo es halt hier von der Wiese verschwunden ist. Einmal kurz hier orientieren. Ja, GPS hilft mir gerade nicht so wirklich, aber ne, von hier kam es anscheinend. Aber es ist hierhin auch gegangen, ist die Frage. Denn hier ist wieder so eine Doppelfährte, ne? Hm, vielleicht hier. Warte mal, was ist auch die hier? Ich glaube, die hier ist es. Die obere. Ich glaube, da die ist die hier die weggehende Fährte ist. Müssen wir nur schauen, ob wir vielleicht noch eine nächste finden. Und dann das Kaninchen. Da vorne ist nämlich noch was an Fährte. Ja, das zeigt in die Richtung hier hinten hin. Und damit auf jeden Fall eine weggehende Fährte. Die werden wir erstmal verfolgen. Und vielleicht unser erstes Beutetier hier finden. Wir hören es auch schon. Es ist auf der Flucht 70 bis 100 Meter entfernt. Scheint irgendwo hier auf der Wiese zu sein. Oder gewesen zu sein, besser gesagt. Ich weiß auch nicht, ob es dasselbe ist, was wir jetzt hier verfolgt haben. Auf jeden Fall auch ein weibliches und wir haben hier noch eine Fährte in der Richtung. Könnte gut sein, dass es genau das hier gewesen ist. Warum kann ich die Pferde nicht tracken? Hallo? Ah, danke. So. Und jetzt heißt es, guck hier, Fraßgebiet. Das heißt, das Kanickel wird wohl irgendwo hier sein. Ich sehe es auch schon, da hinten ist es. Oh, zwei sogar, wenn ich es richtig sehe, oder? Ich glaube, es sind... Ah, nee, doch nicht eins. Da war nicht nur eins daneben, dachte ich erst, aber... Ist, glaube ich, nicht der Fall. Ist aber egal, denn dort eine hier nehmen wir erstmal zum Start. Und es ist sogar Gold, Alter. Sogar 161 Gold. Waldkaninchen, bei den Waldkaninchen können ja auch die weiblichen Diamant werden. Insofern auf jeden Fall immer ein Versuch wert, auch die zu schießen. Gerade auf der Fährte von einem anderen Hasen gewesen, aber auch der nächste schon mal auf der Flucht. Den hören wir nämlich da hinten. Also Hasenjagd hier geht schon mal gut voran. Wir kriegen super viel Aktion und Action hier. Was sind denn für Fährten? Keine Kaninchen, ne? Ne, da sind welche anderen Viecher. Ich denke mal, hier auf der Wiese wird es gehockt haben. Denn da haben wir wahrscheinlich wieder ein Fraßgebiet. Wie ich es kenne, aber da war auch irgendwas gerade. Aber hier haben wir ein Futtergebiet. Da müssen wir so gucken, wo das plattgerückte Gras ist, wo das Viech weggehoppelt ist. Denn, ja, Florida Waldkaninchen Fährte ist schon mal hier. Aber wo ist es hin? Ich sehe hier keine Folgefährte und auch wenig plattgerücktes Gras, um ehrlich zu sein. Hier nur Futter. Was ist das hier für eine Fährte? Ich glaube, hier ist auch noch ein Hase. Wenn ich ehrlich bin. Ja, auch hier ist einer. Oh, hier ist aber ein plattgerücktes Gras, glaube ich, so ein bisschen. Wahrscheinlich auch da vorne das Futtergebiet. Ich check mal, ob der vielleicht hier irgendwo... Warte mal, da vorne hoppelt es, glaube ich, im Busch. Hier war gerade einer. Da. Da ist er. Oh, warte, um mal schießen. So, haben wir doch. Also, das ist schon mal einer. Da hinten ist ein Bär auf der Flucht. Auch wieder Gold, 1,59. Die Bären hier rasten aus, aber die sind mir erstmal egal. Denn wir sehen auch hier noch eine Fährte von einem Kaninchen. Auch hier mal jetzt den Weg rausgefunden von der Wiese, wo es hingelaufen ist. Allerdings Fährte auch sehr alt. Macht aber nichts, denn das wird irgendwo halt gerade chillen und dementsprechend holen wir halt auf. Ich will ja nicht die ganze Zeit hier permanent wegrennen. Im Zweifel hören wir es also gleich auch wieder
fliehend. Wir dürfen nur die Fährte nicht verlieren. Aber bisher läuft das hier ziemlich straight ahead. Und ich glaube, da hinten kommt schon eine Wiese. Auch da vielleicht natürlich die Möglichkeit wieder für Kaninchen. Ja, guck mal, auf der Flucht da vorne hören wir doch schon. Kaum sind wir in der Nähe, schon rappelt es wieder im Busch. Und unser nächstes Kaninchen ist auf der Abschussliste. Werde ich mir schnappen. Ey, Kaninchenjagd ist echt geil, ne? Die macht wirklich Bock, weil die einfach so easy ist. Ich glaube sogar, dass hier vielleicht sogar noch ein anderes Kaninchen ist. Denn von der Fährte her weiß ich gar nicht, ob ich das hier... Oh, guck mal, jetzt gerade. Hier drüben ist irgendwas. Hier ist platt. Na, jetzt müssen wir ein bisschen näher gucken, dass wir die Fährte natürlich finden. Wo ist denn... Da ist es. Im Busch. Haben wir. Haben wir das Viech. So, das haben wir auch. Nur eine Silberwertung. Aber auch das kann ich noch mal erledigen. War hier noch ein zweites irgendwo? Mal eben checken. Denn ich glaube, von der Fährte her habe ich da noch einen zweiten Abdruck gesehen. Den kleinen nämlich, oder? Braun gerade. Und das ist nämlich auch ein Florida-Waldkaninchen. Da sehen wir es. Die Frage ist, wo ist das hingelaufen? Denn von der Fährte her anscheinend... Ja, bisher habe ich halt nur... Warte mal, hier geht's weiter. Mal gucken... Wo die Pfeile auf dem GPS hin zeigen, damit ich hier weiß, in welche Richtung das hier... Oh, das ist wieder in die Richtung gezogen. Okay, ich glaube, das ist hier auf der Wiese lang gezogen. Wenn ich das GPS hier richtig deute, da vorne ist auch noch eine Fährte. Checken wir mal aus, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Track sind, oder... Ja, wobei hier schon wieder... Nee, warte mal, das ist so rum. Ja doch, ich glaube, hier ist die richtige, laufend... Das hier müsste die richtige Pferde sein. Wir sind drauf. Hier wieder eine große Wiese. Jetzt Kaninchen verfolgen. Kaninchen tothetzen. Bis wir was haben. Auch hier kann natürlich wieder... Ja, ich wollte gerade sagen. Gut, möglich, dass auf der Wiese hier schon wieder irgendwas anderes zu sehen ist. Allerdings sehe ich nur einen weiblichen Truthahn. Und ich glaube, die weiblichen... Oh, warte mal, da sind auch noch welche. Da ist ein Männchen dabei. Den schießen wir mal eben. Warum ist der denn hinter dem Baum da? Oh ne, da stand noch ein Truthahn davor. Den habe ich auch nicht gesehen. Ah ja, gut. Der männliche ist mehr gekommen, würde ich sagen. Aber einen weiblichen haben wir, glaube ich, getroffen. Habe ich nicht gesehen, einen Busch, der davor stand. Wir bleiben aber trotzdem natürlich erstmal hier an unserem Kaninchen weiter dran. Denn das zieht auch hier in die Richtung, sodass wir da vielleicht... Das sogar auch noch abhaken können. Ist aber jetzt ein bisschen abgebogen, leider. Ärgerlich. Eigentlich will ich das ja da hinten hin haben. Aber müssen wir jetzt dranbleiben. Kann nicht allzu weit weg sein. Die Fährten sind alle von gerade eben. Also muss es irgendwo vor meiner Nase sein. Nur meine Sicht hier. Ja, auf der Flucht 40 bis 60 Meter. Da haben wir doch schon den Kandidaten. Ich sehe es jetzt nicht laufen im Unterholz. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Bis wir das noch entdecken, da ist es nämlich, plattgrünes Gras und das Kaninchen direkt vor mir. Sehr gut, also auch das dritte Kaninchen ist hier oder das vierte sogar schon, oder? Auf der Goldwertung 1,64, gar nicht so schlecht sogar. Wir schießen gute Kaninchen, muss ich sagen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Daneben sogar die Fährte von dem nächsten direkt. Also hier geht es wirklich Schlag auf Schlag bei den Kanickels. Gerade eins geschossen, schon das nächste wieder hier im Visier fast. Allerdings fährt er sehr alt. Aber müsste uns eigentlich hier zu dem Truthahn-Gebiet führen, denn der ist irgendwo da am Waldrand. Wir sehen die Kaninchenpferde, zieht er auch lang. Können wir uns also eben jetzt hier einsammeln, den guten Trudy. Er geht wirklich genau da vorbei. So, als ob ich es gewollt hätte. Hier ist die Kaninchenfährte, die hier weitergeht. Und hier liegt mein Truthahn. Ja, weiblich hat da ein bisschen gesessen. Ja, gut. Also, ich habe auf den männlichen geschossen. Was das Spiel gesehen hat, da bin ich mir nicht so sicher. Das hat anscheinend gesehen, dass ich irgendwie diesen Truthahn da noch gestriffen habe. Aber dem war nicht der Fall. Naja, müssen wir mit leben. Weiter geht's jetzt hier durchs Unterholz. Auf die Suche nach unserem nächsten Kanickel. Und auch das ist schon auf der Flucht. 60 bis 90 Meter. Gar nicht allzu weit. Wir haben es ja gerade gesehen. War kurz so, aber ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, es ist das, was ich verfolge. Denn beide auf jeden Fall männlich.
Und ich sehe hier auch, glaube ich, keine anderen Kaninchenfährten, aber wo sind gewesen? Ist eigentlich schon vorbei gewesen sein, oder? Aber die ganzen anderen Fährten hier, die verwirren ein bisschen. Hier auf der Wiese wahrscheinlich. Da haben auch die Kaninchenfährte wieder. Hat wahrscheinlich hier gehockt und gechillt. Warte mal, ich nehme mal eben die hier mit. Ja, sehr frisch. Die Frage ist, was ist das andere hier, was hier frisst? Oh ja, guck mal hier. Kaninchenfährte. Fressend. Aber wo ist das Kanickel? Hier ist eine Fährte gehend. Hier die Fraßfährte. Scheint aber ein Tier. Ja, scheint mir entgegenzukommen, oder? Warte mal, da hinten. Ist noch eins auf der Flucht. Ist auch ein weibliches diesmal wieder. 80 bis 110 Meter. Eigentlich will ich jetzt eher das männliche haben, aber. Ich orientiere mich jetzt gerade mal an die flüchtenden Kaninchen. In der Hoffnung, die dann auch finden zu können. Ich glaube, da vorne haben wir eine Fährte. Von einem Kaninchen. So wie es aussieht. Ja. Das ist ein kleines Kanickel. Auch von gerade eben hier die Fährte. Also muss es irgendwo sein. Was ist das? Ne, das ist ein Weißwedel. Hier, plattgerücktes Gras. Bin auf jeden Fall auf der richtigen Pferde. Da vorne sehe ich es auch schon. Zack. Nächstes Kanickel. Drauf das Ding. Perfekt. Einmal hier durchpumpen die Waffe. Und hier Silberweibchen. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Wiese. Denn da hatten wir auf jeden Fall noch das männliche Kaninchen. Da huscht eins vor mir lang. Einfach so hier aus dem Busch raus. Weiß nicht, ob es das ist, was wir suchen. Denn ich glaube nämlich nicht, ne? Nee. Ich bin hier am anderen auf der Fährte. Das hier kam mir nur gerade dazwischen. Auch ein männlicher Hase. Aber ich suche den hier. Denn bei dem bin ich gerade auf der Fährte drauf. Trabend vor mir her. Ich habe hier eine gute. Oh, da fliegen wieder ein paar Truthähne. Warte mal. Oh, da ist sogar ein männlicher bei. Boah, treffe ich mit der Flinte, ey. Kein Plan, ob ich ihn getroffen habe, um ehrlich zu sein. Weiß ich nicht, aber. Ich verfolge jetzt erstmal den Hasen hier weiter. Und Truthahn. Ne, ist auf jeden Fall noch nicht tot, ne? Vielleicht auch nicht getroffen mit der Knarre hier. Oh, da ist was. Ein kleines Häschen. Bist du es? Ne, da hinten ist er auf der Flucht. Das hier ist er nämlich auch noch nicht. Das ist ein weiblicher, auch wieder Gold. 161. Aber wir sind mal bei dem hier dran. Und ich finde hier einfach die ganze Zeit andere Kaninchen. Ohne Witz, diese Kaninchenjagd ist einfach so geil. Ne? Jetzt stell dir vor, du hättest in diesem Spiel hier noch einfach einen Vorstehhund, ne? Das wäre einfach so eine 10 von 10. Jetzt sind wir aber hier die Fährte von gerade. Also ist es wahrscheinlich wirklich der, den wir gerade gehört haben. Der gerade hier auch geflohen ist. Und damit dürfte der nicht mehr allzu weit gekommen sein. Da ist noch eine Fährte da hinten. Aber ich müsste ihn jeden Moment hier in den Büschen erblicken können. Hat noch einen Meter gemacht. Gerade eben. Wo hoppelt er, ist die Frage. Wo? Ah, da vorne hoppelt er. Da haben wir ihn. So, jetzt also den Hasen hier, das Kaninchen auch erlegt. Silberwertung bei dem männlichen. Jetzt gehe ich, glaube ich, wieder zurück zur Wiese. Denn wenn ich noch eine Kaninchenpferde finde, dann vielleicht am ehesten da sogar. Was ist das denn hier? Oh, ich habe den Truthahn. Ach, da liegt er. Guck an, ich habe ihn doch getroffen hier. Den männlichen Truthahn. Na also, es geht doch, Freunde. Da haben wir ihn. Oh, so ein weiblicher. Ja gut. Da vielleicht die männlichen schießen will, klappt das ja ganz gut. Oh hier, gerade eben, ein Hase. Gerade eben Kaninchen. Da haben wir doch schon wieder. Mal gucken. In die Richtung. Perfekt. Also, dann hinterher. Mein nächstes Opfer ist gefunden. Wir brauchen gar nicht bis zur Wiese zurück. Denn wir haben hier noch einen Kandidaten. Und der ist noch nicht so lange hier weg. Dementsprechend müsste der ja auch da hinten auf der Flucht, aber weiblich. Und der hier, ah, der ist auch weiblich. Okay, ja, dann kann es der tatsächlich sein. Dann gehe ich einmal da der Fährte hinterher in die Richtung. Ich würde mich dann eh dahin führen. Einmal hier ein bisschen rechts rum um die Ecke. Ja, macht hier so einen kleinen Rechtsbogen. Aber sehen tue ich noch nicht, ne? Ne, dann ist noch eine Fährte. Egal, wir bleiben dran. Dach kurz hat mich ausgetrickst, aber so nicht. Er hat nur keine Fährte lassen, weil er so nah war. Und ich ihn hier schon vor mir hab. Mit dem gezielten Schuss. Bis da hinten. Schwarzbär juckt uns nicht. Auch hier wieder schönes Kaninchen. Weiblich
Und jetzt heißt es, das nächste zu finden. Also vielleicht jetzt dann doch mal zurück zur Wiese. Denn, ja, hier müsste irgendwo sogar die große Wiese. Ich glaube da, ne? Da habe ich die große Wiese, wo wir auf jeden Fall auch noch was finden sollten. Da vorne ist so eine kleine Fährte. Die könnte es natürlich auch sein. Mal eben abchecken. Ja, auch hier kommen wir direkt auf die Wiese und finden direkt die nächste Fährte. Allerdings scheint die auch in den Wald reinzugehen, wo ich gerade gewesen bin. Und da habe ich ehrlich gesagt keine gesehen. Weiß nicht, ob wir die hier finden, um ehrlich zu sein. Oder ob der doch woanders hingelaufen ist. Weil, ehrlich gesagt, ah ja, guck mal hier. Hier haben wir sie. Auch schon alt, aber noch nicht sehr alt. Wir checken mal hier aus. Ja, da vorne geht's auch weiter. Hier noch eine. Ja, ja, ja. Okay, wir sind wieder drauf. Das hat nicht lange gedauert, bis wir die nächste Kaninchenfährte hier gefunden haben. Jetzt sogar schon frisch. Wir nähern uns also unserem Objekt der Begierde. Und haben hier hoffentlich gleich das nächste Kaninchen. Da vorne sogar Fraßgebiet. Also auch da nochmal hingehockt wahrscheinlich, wo wir ein bisschen Zeit jetzt hier gut machen konnten. Ich muss nur gucken. Ich glaube, links da vorne sind weg, ne? Ja, da hören wir es auch schon auf der Flucht. Und ich glaube, ich habe sogar schon Huschen gesehen. Oder, ne, das war zu groß sein, weil ich das gesehen habe. Das war es nicht, glaube ich. Ja, im hohen Gras, hier muss man ein bisschen die Augen aufhalten, wo es wohl sein könnte. Aber guck mal hier, von den Fährten her, sind das hier alles gar keine aktuellen Fährten, ne? Das kann eigentlich nicht sein, weil die Fährten hier, die... Ne, das sind die nicht. Die gehen nach da hinten. Wo ist hier richtig? Da ist richtig wahrscheinlich. Einfach hier lang. Hat mich kurz verwittert, Kanickel. Aber ich glaube, da hinten wieder die Fluchtfährte, die wir hören. Und hier auch noch eine Fährte. Aber das ist hier wirklich ganz, ganz komisch. Da vorne sehe ich aber auch eine Fährte, die da blau leuchtet. Wenn ich mal da drauf bleiben, um zu schauen. Ja, ja, ich glaube hier... Jetzt sind wir da drauf, glaube ich. Da vorne die nächste... Und er ist hier gerade irgendwo geflohen. Also kann es nicht allzu weit sein. Nee, gerade eben. Gerade eben. Da können wir schon mal die Waffe hier rausholen, sage ich. Denn das Kanickel ist laufend hier lang gehüpft. Ja, Bär, du kannst da ruhig Bär sein. Ich will nur das Kanickel hier. Na, ist er doch schon. Direkt hinterm Busch. Und Feuer frei. Feuer frei. Der nächste Hase ist unser. Auch da wieder eine Silberwertung. Und da hinten sehe ich schon wieder eine Wiese. Auch da vielleicht eine Option, die nächste Hasenpferde zu finden. Und, oh, was ist das da? Das kleine. Sehr eng beisammen da die ganzen Fährten. Können natürlich auch von Waschbären sein, aber nee. Nee, 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 nee. Auch das ist ein Kaninchen. Der läuft heute echt wie am Schnürchen hier. Müssen wir nur gucken. Einer geht in die Richtung, der andere in die Richtung. Wohin ist es jetzt wirklich gelaufen? Hier. Ich glaube, er hat einen Bogen gemacht hier. Da hinten geht es nämlich auch weiter. Müssen wir uns einmal hier die richtige Fährte abchecken. Ja. Ja, ich glaube auf jeden Fall so rum. Da hinten ist nämlich auch eine Wiese, von der kam er quasi. Aber vielleicht ist es da irgendwo. Müssen hier weg von dieser engen Stelle, wo wir hier die beiden Fährten nebeneinander haben, weil die machen es natürlich ein bisschen schwieriger. Nicht, dass wir gleich hier wieder eine, ja, siehst du, eine Kreuzungsfährte haben, genau, das meine ich nämlich. Aber wir wissen, das hat da hinten auf jeden Fall gedreht, also eigentlich ist das hier, nee, das ist immer noch die, das ist gar nicht connected, oder was? Das macht wenig Sinn, so geht's hier lang. Ja, das ist alles diese alte Fährte, okay. Aber wo geht die Fährte von der neuen Fährte lang? Hier ist auch noch ein Kaninchen, glaube ich. Das hier. Ist auch eine Kanickelfährte. Okay, ich hab's. Das hat den Weg einmal gekreuzt. Ist einmal hier rüber gehoppelt. Und dann hier lang. Sehr frisch sogar. Also auch hier wieder richtig nah schon wieder dran. Können wir definitiv dranbleiben. Ist hier laufend. Wahrscheinlich, als ich gerade in die Richtung gelaufen, dem entgegengelaufen bin, hat er mich wahrscheinlich wahrgenommen, hat den Bogen gemacht und ist hier weggelaufen zur Seite. Deshalb habe ich da kurz die Pferde verloren gehabt, weil ich eben den Haken nicht gesehen habe. Aber retten wir jetzt das Viech auch nicht.
Ist nämlich jetzt da vorne auch schon wieder auf der Flucht. 60 bis 80 Meter. Also einfach jetzt hier den blauen Dingern folgen. Bis wir vor uns haben. Flinte schon mal rausholen. Kann nicht mehr lange dauern. Irgendwo da hinten ist auch noch blau. Hier noch gerade eben. Wo ist das Viech? Der schwierigste Punkt ist immer der jetzt hier, wo wir jetzt hier die blaue Fette sehen und dann sehen wir keine weitere. Wahrscheinlich, weil noch keine weitere existiert. Aber hier taucht jetzt eins direkt vor mir auf und das heißt, das kann ich hier jetzt nicht weit. Und dann hilft auch das Unterholz nichts mehr. Nächstes männliches wieder Silber. Ey, wir haben echt gut Kaninchen geschossen. Allerdings natürlich kein Diamant. Trotzdem, ey, sehr, sehr, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich habe eigentlich durchgehend irgendwie Kaninchen vor der Nase gehabt. Und wir haben jetzt echt eine ganze Menge geschossen. Ein, zwei Truthühner dazwischen, die aber leider weiblich waren. Aber war trotzdem eine geile Kaninchen-Session mal wieder. Ich hoffe, dass wir da irgendwann einen Diamant kriegen. Richtig, richtig gut geballert auf jeden Fall. Das wird es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.